Shiring, England. 1135. Das sollte reichen. Wie fühlst du dich? Kann mich nicht beklagen. Mit so einem gemütlichen Baum im Rücken. Das ist das letzte Lagerfeuer. Versprochen. Ab morgen gibt's keine Bäume mehr, sondern Mauern und ein Dach. In Shiring werde ich endlich Arbeit finden. Und was, wenn der Bischof dich auf Lebzeit anstellen will? Um die Stadtmauern in Schuss zu halten. Vielleicht auch nur seinen Palast. Einfache Dinge, Tom Bilder. Nur Mauern und Dächer. Da. Ich habe ewig gebraucht, um in diesem Tümpel was Trockenes zu finden. Warum haben wir nicht einfach deinen Stab genommen? Das alte Ding würde prächtig brennen. Weil dieses Ding wertvoll ist. Er wurde nicht geschaffen, um als Feuerholz zu enden. Wahrlich nicht. Außerdem könnte man ihn noch verkaufen. Dann wollen wir mal sehen, ob's klappt. Mache Feuer, aktueller Ort, Nachtlager. Und an dieser Stelle, hello und herzlich willkommen zu Let's Play Die Säulen der Erde bei Ken Follett. Ein großartiger Roman, viel zu lange her. Auf jeden Fall ein neues oder nochmaliges Lesen wert. Aber ich stürze mich jetzt natürlich auch erst ins Spiel. Und es ist wieder Viertel vor Gaming und wir befinden uns in 1135, kurz vor Shiring, England. Und dieser gute Mann, der Tom, ja, der versucht jetzt gerade mal was herauszufinden. Ich wärme dich. Was haben wir hier? Der Zunder schwindet, aber der Stahl glänzt noch. Gut, dann lass uns hier doch einmal Feuer machen. Wenn alle frieren. Kling, kling, klung, klung. Das Holz ist sogar trocken. Sehr schön, hat sich der Sohnemann anscheinend Mühe gegeben. Willst du uns ein paar Rüben schneiden? Wir machen Suppe. Wenn's hilft. Alfred, geh und hol Wasser. Warum essen wir nicht einfach Schnee? Nein, meine Familie verdient richtiges Wasser. Bleib sitzen. Ich kümmere mich drum. Okay. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet, Tom Bilder. Was, wenn der Bischof dir eine Stelle anbietet, wie damals in Exeter? Etwas, das deinen Fähigkeiten nicht gerecht wird, aber uns ein Leben lang ernährt. Leichte Arbeit. Etwas zu bauen ist nie leicht. Du weißt, was ich meine. Nach Exeter sagtest du, ich könnte etwas für die Ewigkeit schaffen oder ich sterbe als Baumeister von Häusern und Ställen. Aber was, wenn Häuser und Ställe deine Familie ernähren könnten? Würdest du bleiben oder würdest du weitersuchen? Du weißt, ich könnte so vieles mehr tun. Das hast du damals auch gesagt. Und sieh, wohin es uns gebracht hat. Ja. Versprich mir wenigstens darüber nachzudenken. Hat dir nicht gefallen. Ich muss vernünftiges Wasser finden. Nehmen, okay. Ups, jetzt habe ich das auch noch. Hohle Wasser, also den Metallkessel, den brauchen wir bestimmt dafür. Brauchen wir unseren Stab, eine der letzten Sachen, die wir noch nicht verkaufen mussten. Können wir das Baby verkaufen? Alfred! Das war doch nur ein Scherz. Alfred, du bist nicht witzig. Gehen wir mal weiter, oder? Nach rechts. Vielleicht müssen wir aber auch nach links. Warum muss das ausgerechnet jetzt schneien? Wir hätten nie hierher kommen sollen. Nun, es hört mal auf zu meckern, Leute. Machen wir das Beste. Bin mir sicher, der Tom tut alles Nötige, um seine Familie zu ernähren. Habe ich vielleicht nicht zu Genüge nach rechts geklickt? In den Wald. Tief im Wald. Guck mal hier. Ist das eine Wasserstelle hier? Gefrorene Pfütze.
Gebüsche. Tiefer in den Wald. Da drüben gibt's nur noch mehr Wald. Dann wird es wohl die Pfütze hier. Der Kessel oder der Topf hier scheint wichtig zu sein. Häuser und Ställe. Dächer und Mauern. Okay, ich könnte so viel Größeres schaffen. Aber ich muss meine Familie. War denn jetzt das Eis aufgebrochen, um Wasser zu holen? Also ich mag die comicartige Darstellung. Ja, sieht aus wie ein Märchenbuch. Sehr, sehr passend zu der Geschichte. Ich bin generell über die Artworks sehr gespannt. Ein Spiel, wo es um so viele Bilder, die gezeichnet werden müssen, geht, müssen natürlich diese Artworks auch sitzen. Tom, okay. What is happening? So we got water. Das sollte reichen. Okay, jetzt haben wir erstmal Eis. Das können wir erhitzen, um warmes Wasser zu holen. Zu machen, ne? Dann haben wir wenigstens was Warmes zu trinken und können die Rüben da reinschmeißen. Wo ist denn? Kannst du nicht den Topf mit Wasser da draufstellen? Von der anderen Seite muss man das machen, natürlich. Natürlich. Ja, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn ihr Ideen habt oder ähnliches, lasst es mich gerne wissen. Und? Hast du darüber nachgedacht, was ich gesagt habe? Mein Traum, eine Kathedrale zu bauen, war töricht. Wenn wir nach Shireen kommen, werde ich jede Arbeit annehmen. Das ist das richtige Grundversorgen. Und dann haben wir immer noch eine Kathedrale bauen. An einer Kathedrale. Du hast doch schon einige gesehen. Waren die nicht beeindruckend? Doch, aber es gibt doch schon so viele. Warum musst du noch mehr bauen? Gott hat doch schon genug Häuser. Ja. Darf ich? Wenn's sein muss. Also. Beginne mit dem Dach, beginne mit den Wänden. Ich beginne mal mit den Wänden. Im Grunde ist eine Kathedrale nicht anders als ein gewöhnliches Haus. Es fängt immer ganz einfach an. Mit ein paar Mauern. Und auf die Mauern kommt ein Dach. Sehr gut. Ein Dach, um den Regen abzuhalten, und Mauern, die das Dach tragen. Zusammen ergibt das einen großen, langen, dunklen Raum. Wie eine Höhle. Baue ein Portal, baue ein Fenster. Ein Fenster natürlich. Nun brauchen wir natürlich irgendwoher Licht. Wir brauchen Fenster. Richtig. Sonst kann man drinnen ja gar nichts sehen. Aber da fehlt doch noch was. Wenn es nur Mauern gibt, kann doch keiner rein. Also brauchen wir Türen? Was schlägst du vor? Wir fördern natürlich also, unser was Kind. Was schlägst du vor? Türen natürlich. Fördern und fordern. Richtig. Und nicht nur irgendeine Tür, sondern eine große und beeindruckende, damit ja, natürlich. Viele Menschen hereinkommen können. Inzwischen ein Haus der Zuflucht soll es sein. Schön viele Löcher bekommen. Leider kann nicht jedes Gebäude so viele Fenster haben und zugleich ein so großes, schweres Dach tragen. Was machen wir denn da? Solide und handfeste Arbeit. Das machen wir. Wenn wir nicht wollen, dass unsere Höhle einstürzt, muss alles perfekt sein. Sehr philosophisch erklärt, auf jeden Fall. Sondern auch kerzengerade und in sich stimmig. Die Wände, das Dach, die Fenster, alles perfekt proportioniert. Du solltest keine Wörter wie proportioniert gebrauchen, wenn du mit einem Kind redest. Was bedeutet das? Es bedeutet Schönheit. Schönheit? Nein, es bedeutet mehr. Nicht nur, dass die Menschen dort Ästhetik. Werden. Es wird ihnen Hoffnung geben, es wird sie Ehrfurcht lehren, es wird ihnen Hoffnung geben, natürlich, wir sind Tom Bilder, der Kathedralenbauer. Es wird ihnen Hoffnung geben. Agnes,
Mama? Oh nein. Jetzt hier direkt ganz zu Beginn. Oh Gott, es ist blutig, blutig, ganz toll. Oh nein. Holy. Okay. Das Baby kommt. Shit. Was? Was ist das jetzt, eine Cutscene? Ist die Fruchtblase schon geplatzt? Heute Morgen schon. Kurz nachdem wir los sind. Warum hast du nichts gesagt? Tom, ich bin so müde. Nein, nicht einschlafen, nicht bei der Kälte. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Komm schon, du schaffst das. Warum blutet sie so stark? Hilf Agnes, Kinder. Die sollen jetzt erstmal. Martha! Mach das Feuer, sie will. Hier, hol mal Kram. Such etwas Schilf und mach zwei Fäden daraus. Jeweils lang genug für ein Halsband. Wofür? Das siehst du dann. Erstmal und witzig, die Kinder sollen erstmal weg, ne? Mach das Feuer größer. Sammel noch mehr Holz. Wir brauchen ein größeres Feuer. Mehr Holz? Tu, was dein Vater dir sagt. Ja, Mutter. Okay. Die Uhr läuft auf jeden Fall schnell. Ich habe die unteren Optionen nicht mal richtig gelesen. Aktueller Ort. Okay. Erzähl ihr eine Geschichte. Wie kann ich dir helfen? Wie sie sich umstreichle sie. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Anfassen wollen wir sie wahrscheinlich nicht. Die Decke wird dich wärmen. Streichen ist wahrscheinlich eine gute Idee, aber er hat ja bestimmt eiskalte Hände. Es wurde ja gezeigt, dass ich die Hände aufs Feuer gepackt. Und? Wird dir schon wärmer? Ja. Danke. Alfred. Kümmere dich um deine Schwester. Wir brauchen mehr Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. Wir brauchen mehr Wasser. Nimm Schnee, wenn es sein muss, und schmelze ihn. Mach ich. Was kann ich noch für dich tun? Was kann ich noch für dich tun? Bleib einfach bei mir. Können wir uns denn noch umschauen irgendwie? Erzähl eine Geschichte. Die Spielanstellung wollen wir natürlich nicht öffnen. Hoppla. Sorry, Leute. Was kann ich noch für dich tun? Bleib einfach bei mir. Okidoki, Boss. Sieh dich um. Erzähl ihr eine Geschichte. Da erzähl ihr eine Geschichte. Erinnerst du dich, als Martha geboren wurde und Lady Isabella Hebamme spielte? Du warst dabei, ihr eine Kapelle zu bauen. Eigentlich sollte ihre Magd die Hebamme aus dem Dorf holen. Aber dann sagte sie, die versoffene alte Hexe? Ich würde sie nicht mal an meine Hündin ranlassen. Die versoffene alte Hexe, sagte er. Und der arme Lord Robert konnte nicht ins Bett, bis Martha endlich geboren wurde. Das Wasser ist jetzt warm. Stell's hierher. Okay. Wir brauchen was, was triggert. Nicht mehr lange. Halte dich bereit. Sieh dich um. Kessel. Warme Hände machen. Macht Sinn. Jetzt haben wir die Option auf. Sie vielleicht streicheln, ist jetzt besser. Mit warmen Händen sind sie jetzt warm. Ich bin bei dir. Ich weiß. Es kommt! Tom! Oh Gott, bitte lass das kein Quicktime-Event sein! Herrgott! Es kommt! Ich kann's sehen! Es sieht furchtbar aus. Nein, er ist perfekt. Ein kleines Wunder. Oh, okay, das hätte man jetzt vielleicht noch so 2 Sekunden ziehen lassen können. Sanftere Übergang, aber was weiß ich. Keine Sorge. Es wird bald aufhören. Okay. Komm. Ja? Danke, dass du meine Hebamme warst.
Weißt du noch, als du damals nachts zu mir in die Hütte geschlichen bist? Als du an der Kirche meines Vaters gearbeitet hast? Wie könnte ich das je vergessen? Ich habe es nie bereut, mich dir hingegeben zu haben. Nicht einen Moment. Für nichts bin ich so dankbar wie für unsere gemeinsame Zeit. Gott sei Dank müssen wir uns nicht um die Nachbarn kümmern. Alter Falter. Okay, können wir was machen? Schaukeln wir das Kind hinterher? Ich hoffe, du wirst deine Kathedrale bauen. Ich dachte, du wärst dagegen. Das war ich. Aber ich habe mich geirrt. Du verdienst etwas Schönes. Baue eine schöne Kathedrale. Für mich. Das mit dem ganzen Blut sieht nicht gut aus. Sie sieht auch wirklich nicht gut aus. Ihre Kräfte verlassen Papa, sie. Oh shit. Was ist mit ihrem Gesicht los? Agnes? Agnes, wach auf! Oh nein. Auf jeden Fall nicht so happy-mäßig los. Delic Entertainment and Bastei Lübbe present. Game by Matt Kempke. Wir sparen uns das jetzt einfach mal. Ist ja hier wie eine richtige Serie. Schöne Bilder hat man auf jeden Fall gewählt. Ich mag auch dieses Silhouettenspiel, nenne ich es einfach mal, dass man in dieser Ansicht mit diesem Effekt das schon sehr schön gemacht. So kommen natürlich die einzelnen Farben, die Hintergründe sehr gut zum Vorschein. Ich bin gespannt, was sie generell aus der Optik des Spiels gemacht haben. Ken follows the pillars of the earth, die Säulen der Erde. Schön, okay. Die Säulen der Erde, aus der Asche, Prolog. Was du getan hast, du willst, dass deine Kathedrale Hoffnung gibt. Du bist sicher, ob du jede Arbeit, du bist unsicher, ob du jede Arbeit beim Bischof annehmen solltest. Es fiel dir schwer, Agnes bei der Geburt zu unterstützen. Was? Ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut gemacht, ne? Also ich dachte, das wäre ein guter Zug gewesen. Ne, also, ne, sie streicheln, da bin ich nicht drauf reingefallen, weil er scheint ja kalte Hände zu haben. Aber ich dachte, wir hätten das eigentlich gut gemacht. Aber na gut. Das akzeptieren wir jetzt einfach. Keine Chance, das zu ändern, nicht wahr? Buch 1 aus der Asche. Kapitel 1. Philipp. Das Jahr des Herrn 1135 war zu Ende gegangen. Heinrich, der König von England und Sohn Wilhelms des Eroberers, war gestorben. Es war eine Zeit von Armut und Tod. In ihrer Verzweiflung glaubten die Menschen, dass Christus und all seine Heiligen sie verlassen hatten. Und dass die Säulen der Erde einzustürzen drohten. Kingsbridge, Neujahr. Steig der Horner. Gut gemacht. Ist niemand hier, uns willkommen zu heißen? Wer ist da? Du hast gerade die Brücke überquert, ja?
Das kostet einen Farthing und ein Penny für dein Pferd. Weise ihn streng zurecht, kläre ihn über den Fehler auf. Mönche und Dorfbewohner zahlen keinen Zoll. Ah, ich kann das nicht gut. Das habe ich Bruder Paul auch gesagt. Es ist nicht leicht, Gottes Werk zu tun, wenn man Hunger hat. Biet ihm Käse an, drohe es den Priors. Sind schwere Zeiten, habe ich gelesen. F-135. England ist arm. Vielleicht sollten wir mit unseren Ressourcen etwas vorsichtiger sein. Wir wollen kein Arsch sein, aber ich bin sowieso dagegen, dass die Kirche sich sowieso zu viel rausgenommen hat zu gewissen Zeiten. Und Wegezoll zu nehmen von überhaupt irgendeinem Menschen finde ich nicht in Ordnung. Deswegen drohe es dem Prior zu sagen. Ich werde dem Prior sagen, dass du deine Pflichten vernachlässigst. Hätte ich ihm vielleicht doch den Käse geben sollen. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht. Kümmere dich um ein Pony. Ich bin spät dran. Aber wir scheinen Position zu haben. Ich werde es zur Priorei bringen, wenn ich mir hier unten am Fluss einen Fisch gefangen habe. Frischer Fisch ist besser als der gepökelte, den sie uns auftischen. Das werde ich Prior James berichten. James? Die Glocken, die du da hörst, die läuten sie für ihn. Hast du es etwa noch nicht gehört? Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Der Teufel? Was? Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Das klingt nach einem Fall für uns. Der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen? Oh. Was meint ihr damit, Bruder? Philipps Bibel. Du kannst Philipps Bibel auf Objekte anwenden, um herauszufinden, was die Bibel ihm darüber sagt. Oder nutze sie mit Personen, um mit ihnen Fragen des Glaubens zu diskutieren. Okay? Da haben wir unseren Käse. Etwas vom Käse, den wir in St. John gemacht haben. Wir haben diesen Käse selber gemacht. Philipps Pony. Wollen wir hier einmal Suche Prior James, aktueller Ort, Kingsbridge. Fahrt zwischen Bäumen. Wollen wir vielleicht erstmal in die Hütte gehen? Zollhütte? Sonst ist Bruder Paul hier. Okay, wo ist Paul? Zollhütte. Fahrt zwischen den Bäumen. Kann ich noch woanders hingehen? Da ist ja schon mal ein Gesicht. Nun gut, liebe Leute, bevor wir jetzt irgendwie weiter hier einsteigen, wir sind ja hier im ersten Kapitel gelandet. Bevor wir hier weitergehen, würde ich hier gerne nochmal die erste Räumlichkeit untersuchen. Wir gucken uns jetzt nochmal an. Gibt es hier irgendwas? Hallo, hallo. Kalkstein. Rohrfels ragt aus dem Boden. Wäre ich Steinmetz, wäre es bestimmt nützlich. Rohrfels, okay. Können wir noch tiefer in den Wald gehen? Also wir haben diese Option ja nicht ohne Grund bekommen. Maybe not. Die Form solcher Steine ist mir Beweis, dass der Herr all dies geschaffen hat. Auch die Form der Blätter und von Schneckenhäusern. Der Herr hat sie gemacht und er hat sie gut gemacht. Okay, das ist ja schön. Sie wird alt. Ach. War noch von vor mir in St. John, okay. Ah ja, okay. Da wollen wir mal reingehen auf den Hof und schauen uns mal um. Warum ist hier abgeschlossen? Yeah. Warum ist hier abgeschlossen? Jetzt sind wir schon da hinten. Straße nach Süden. Hallo? Oh, okay. Wir sind aber schnell. Hinter einem Fenster hat sich etwas bewegt. Aber die meisten Häuser stehen leer. Aber die meisten Häuser stehen leer. Viele der Diener des Priors fort. Dorf fast verlassen. Was ist hier passiert? Vielleicht konnte die Priorei sie nicht bezahlen. Dann wollen wir da mal rein. Priorei Kingsbridge.
Ist das unser Pony? Jetzt mal tätscheln, ne? Eine prächtige Stute muss einem Gast gehören. Einem Edelmann? Eine prächtige Stute. Okay, gut. Scheint jemand zu Gast zu sein. Scharf kombiniert. Gästehaus. Ein gestürzter Turm. Haupttor. Eine Schande. Immer noch alles voll Schutt. 4 Jahre seit dem Blitzschlag und noch immer liegt der Kram hier rum. Orahed Labora. Was ist los mit euch? Eine Schande. Immer noch viele Jahre hier blitzschlag. Die Bora liegt auch in Trümmern. Okay. Weg um die Kathedrale. Aber wir sind ja nicht merkwürdig. Wir wollen hier erstmal nicht rumschleichen. That's kind of creepy. Würden wir in einem Rollenspiel auch nicht tun. Tür zum Kreuzgang, Küchentürgang, Gästehaus. Vielleicht gehen wir einfach durch das Haupttor. Einzige Kathedrale in Shiring. Okay. Vielleicht begegnen wir hier ja Tom Bilder. Warum ist hier abgeschlossen? Vielleicht ist der Seiteneingang offen. Dann gehen wir mal über den Kreuzgang rein. Küche ist natürlich auffällig, dass man hier in die Küche gehen darf. Da ist bestimmt was, aber das wäre ja nicht logisch unser erster Weg. Oh, okay. Und ich war als es das sechste Siegel auftrat, geschah ein großes Glück. Sucht nach einem Weg in die aktuelle. Wenn wir in den Garten gehen, können wir was im Garten finden. Der Winter fordert seinen Tribut. Okay, gut. Dieser Innenhof erinnert mich total an eine Kirche in Halberstadt, wo Bekannte von mir eine Hochzeit gefeiert haben. Als man noch draußen feiern durfte und sich mit anderen Menschen treffen durfte. Du sollst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht. Noch vor der Pest, die im Finstern wandelt. Der Pest, die mit dem Blitz kam, der unsere Kathedrale vor 4 Jahren traf. Da sitzen die hier im Dunkeln. Habt ihr seitdem nicht alle ihre Gegenwart gespürt? James tat es. Und ich tue es auch. Aber der Herr spricht, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt. Darum will ich ihn erretten. Unser geliebter Prior James hat sein Leben lang dem Herrn gedient. Er wird ihn von der Finsternis erretten. Bruder James ist tot. Von dieser dunklen Erde. Prior James? Philip. Francis. Schweigt still. Viele Jahre war James unser Prior. Ich gelobe nach der baldigen Wahl, die Priorei von Kingsbridge mit ebenso fester Hand zu leiten. Amen. Amen. Da rieche ich doch schon, dass jemand da seinen Platz einnehmen wollte. War sein natürlicher Tod? Philipp, ich habe deinem Bruder ja gesagt, du würdest ein Neujahr hierher kommen. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich war auf dem Rückweg nach Gloucester und wollte dich sehen. Ein Priester in der Welt der Politik. Du musst uns alles darüber erzählen, Francis. Natürlich. Francis. Sein Bruder ist jetzt schon Prior? Seit wann? 2 Jahren? Seit 4 Jahren, Cuthbert. Ah ja. Wie stehen die Dinge in St. John and the Forest, Philip? Wir sind glücklich und so gesund, besser als in Kingsbridge. Wir sind mal bescheiden. Unsere kleine Zelle ist glücklich und gesund. Glücklich und gesund. Dank deines Bruders, Francis, gedeiht St. John in the Forest. Seine Novizen sind gehorsam, seine Mönche bescheiden und fromm. Während unsere Priorei in beklagenswertem Zustand ist. Hab ich gesehen, James aber nicht gesagt. Getan, was in seiner Macht stand. Das weißt du. Es ist nicht seine Schuld. Und sie machen in St. John auch einen großartigen Käse. Oh ja, ich habe dir was mitgebracht. Komm nachher bei uns in der Küche vorbei, ja? Gut, dass ich den Käse aufgehoben habe. Bruder Cuthbert wirkte ziemlich verstört. Er steht neben sich, er ist alt, wahrscheinlich ist er senil.
Die Art, wie James gestorben ist, war unheimlich. Ja, was wisst ihr denn darüber? Wenn ich mit der Tür ins Haus fallen. Wie ist Prior James gestorben? Vor 7 Tagen fand Bruder Remigius seine Kammer leer vor. Wir haben alle nach ihm gesucht. Stundenlang. Dann fanden wir seine Fußstapfen an der Brücke und ein Loch im Eis. Nein. Oh, weia. Früh am Morgen des ersten Weihnachtstages muss er auf den Fluss hinausgegangen sein. Warum sollte er? Wir haben seine Leiche nie gefunden. Der Fluss hat ihn mitgerissen. Und es war kalt. Ich werde für James beten. Komm zu mir, wenn du Zeit hast, Philipp. Du findest mich in der Kathedrale. Wie du, Bruder Francis. Ich soll sehen, wie es Bruder Cuthbert geht. Es ist gut, dich zu sehen, Philipp. Vielleicht wenden sich die Dinge doch noch zum Guten, wenn wir erst einen neuen Prior gewählt haben. Du bist ja heiß da drauf. Ich komme später in der Küche vorbei, Melius. Melius, okay. Now we got a name. Was macht Francis hier und wo ist er? Das ist eine Quest, die nehmen wir natürlich an. Diese Aufgabe nehmen wir uns gerne an. Was meinst du, bedeutet es? Junge Mönche, erinnere mich an, als ich so jung war. Ich hatte so viele Fragen, aber hier sollten sie leise reden. Erinnere mich. Wenigstens war es nicht Remigius, der uns bestraft hat. Ist er das? Das nächste Mal? Frag ihn. Nein, du hast gesagt, du kennst ihn. Hätte man da noch weiter lauschen können? Diese Priorei ist so viel größer als unsere kleine Zelle im Wald. Karte der Priorei von Kingsbridge im Jahre 1136. Gucken wir uns die jetzt mal an. Natürlich, wir haben eine Map, wir haben die Chance, uns zu orientieren. Da ist die Küche, da ist der Vorplatz, das heißt, wir stehen gerade hier. Gästehaus, Klosterplatz, Haus des Priors. Wir wollen erstmal mit den Leuten reden, ne? Ich glaube, mit Francis, ich meine, er ist Politiker, der wird sicherlich was gelernt haben am Hofe. Dementsprechend versuchen wir uns mal ein Bild zu machen. Und wenn der Mann neben sich steht, manchmal ist das der wirre Quatsche der Alten hier auch genau das, was wir übersehen. Deswegen würde ich sagen, kommen wir als erstes mal rein. Bruder Melius. Guter alter Fisch. How much is the fish? Ich wollte gerade sagen, Mauer, Tür zu ist kalt. Ist das Philipp? Sag ihm, er soll sich am Ofen aufwärmen. Danke, Bruder Cuthbert. Manche haben nur ein Gebet, um sich zu wärmen. Wunderbar. Ich lege immer ein paar Steine auf den Ofen, um Wasser zu erwärmen. Steck einen davon in die Tasche. Das hält dich warm. Oh. Vorsicht, die sind heiß. Natürlich sind die heiß. Vielleicht mit einem Tuch oder irgendetwas. Aber wir könnten diesen Käse Cuthbert geben. Wenn er davon schwärmt. Bruder Cuthbert. Ah, wir haben auf dich gewartet. Ich hoffe, du hast etwas von dem wunderbaren Käse mitgebracht, den ihr in St. John macht. Yes, I did indeed. Natürlich, hab ich. Es ist wirklich dunkel, das Spiel. Also ich habe das Spiel auf, ich würde sagen, so 90-95% Helligkeit gestellt. Es ist wirklich dunkel, Leute. Wunderbar. Ich danke dir. Das ist aber vielleicht auch der Flair von England 1136. Ne? Also, du wirkst bekümmert. Fragen wir ihn nochmal. Bruder Cuthbert, du wirkst bekümmert. Prior James war ein guter Mensch. Aber die Priorei ist in einem schrecklichen Zustand, Philipp. Philipp weiß das. Er war nur zu höflich, um was zu sagen. True that. Ich weiß es. Read the room und so. Ich wollte meinen Besuch nutzen, um mit Prior James über diese Dinge zu reden. Wir sollten reich sein. Die Priorei besitzt viel Land und erhält Abgaben von vielen Pfarreien. Aber wir sind verschuldet. Unsere Novizen bestehlen uns, Philipp. Die Novizen bestehlen uns? Die Novizen bestehlen euch?
Ja, irgendjemand hat meine Schlüssel geklaut. Remigius behauptet, ich hätte sie verloren. Aber jemand hat sie benutzt, um den Keller zu plündern. Mehr als einmal. Heute hat auch wieder etwas gefehlt. Dann solltet ihr da vielleicht nichts mehr lagern, liebe Leute, wenn ihr wisst, dass euch der Schlüssel fehlt und jemand klaut. Reden wir ein andermal weiter, Bruder Cuthbert. Natürlich. Milius weiß bestimmt irgendwas über die Lage, fleißig über den Prius. Wie immer, Milius? Es kommt jetzt 6-mal die Woche Pökelfisch auf den Tisch. Leider. Angeblich gibt es ja in deiner Zelle bald jeden Tag frischen Fisch. Jeden zweiten Tag gibt sogar Geflügel. Hühner, Mensch, Mensch, Mensch. Du hast in St. John wunderbare Arbeit geleistet, Philipp. Sharon muss das leben. Ich kann leider die Maus nicht bewegen, deswegen. Wir dagegen hatten 13 Jahre lang einen schwachen Prior. Der Herr sei seiner Seele gnädig. Was ihr in St. John hart erarbeitet, wird hier im Mutterhaus verschwendet. Nach der Wahl wird der neue Prior hier die Dinge sicher richten. Remigius? Die Dinge richten? Die Dinge richten? Das glaubst du doch wohl selber nicht, Philipp. Er wirkt doch schon so, als wäre er... Vielleicht unterschätzen wir ihn. Vielleicht wäre es nicht besser als Prior James. Positiv denken. Vielleicht unterschätzen wir Remigius. Und außerdem will er alle Bücher und Dokumente im Priors Zimmer verbrennen. Was? Bücher verbrennen, das ist... Einschließlich der Hauptbücher der Priorei. Nein, der versucht... Remigius sagt, James habe gewollt, dass nach seinem Tod alles verbrannt wird. Bullshit. Außer seiner Bibel. Was? Es soll doch nur was vertuscht werden, Remigius. Ich vertraue dir nicht. Ohne die Bücher sind die Finanzen des Klosters nicht mehr zu retten. Wurde niemand sonst nominiert? Nur Cuthbert. Ich habe abgelehnt. Ich bin zu alt. Jo. Niemand sonst traut sich, in Prior James' Fußstapfen zu treten. Vielleicht solltest du das tun, Bruder Philipp. Oder was ist mit Bruder Francis? Ich meine, der ist Politiker, der weiß, wie so ein Unternehmen so eine Abtei führt. Was? Eines Tages fing er an, mit dem Teufel zu reden. Als ob er neben ihm stünde. Und du pökelst deinen Fisch einfach weiter, seelenlos. Er feilschte mit dem Teufel um seine Seele. Flüsterte ständig von den Sünden, die er begangen hatte. Seine Sünden? Seine Sünden, ja, das würde mich auch interessieren. Okay, das müssen wir wohl an anderer Stelle erfahren. Reden wir später weiter. Gucken wir uns mal das Gästehaus an. Wenigstens, das sieht gut gepflegt aus. Das ist ja schon mal was. Leider können wir uns das nicht angucken. Haupttor zur Kathedrale ist offen. Gucken wir uns das jetzt mal direkt an. Ich glaube, ich würde lieber vorher nochmal in den Kreuzgang gehen. Weil die beiden Dudes haben ja gesprochen und wollten irgendwas fragen. Das habe ich vorhin noch so gehört. Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen was raus. Hier geht es Weg zur Mühle. Die Mühle haben wir auch noch nicht entdeckt. Ist der unser Bruder? Ja, ich glaube schon. Komm, sprechen wir mit den jungen Mönchen. Weiß jetzt zu Recht für lautes Riesen. Sprich mit Novizen. Ihr seht aus, als wolltet ihr mich etwas fragen. Du bist Philipp von Gwynedd? Ja, aber für euch bin ich Bruder Philipp. Siehst du, ich hab dir gesagt, wir können ihn ansprechen. Ja, aber jetzt frag ihn. Warum fragst du ihn nicht? Ach, das ist ja natürlich Bruder ganz erschwerend. Stimme zu, aber sage, sie soll leiser sein. Stimme zu, Frage zu beantworten. Natürlich zählt das. Er hat es mir übel genommen. Wir wollen ein bisschen leiser uns sprechen. Beiden. Wir mussten beide das Vaterunser aufsagen. Wenn ihr mir versprecht, ab jetzt leiser zu reden. Oh, natürlich. Ja. Wir sind immerhin in einer Abtei, in einem Kloster. Bruder Lilius hat gesagt, du kennst dich gut in der Bibel aus.
Was ist mit Gottes Tempel gemeint? Gottes Tempel, oder mein Sohn. Andrew wollte uns nichts dazu sagen. Mm. Es muss ein Ort sein. Also ich selbst war ja... Andrew wollte euch nichts dazu sagen. Jeder von uns ist Gottes Tempel. Also, wenn man einer Kathedrale etwas wie gesagt, ich war auf der katholischen Sinn? Schule. Ja. Ich gehe mal mit der Kirchenantwort. Jeder von uns ist Gottes Tempel, selbstverständlich. Jeder von uns ist Gottes Tempel. Denn er hat uns erschaffen. Und was ist, wenn jemand Gottes Tempel etwas antut? Die Bibel sagt, wenn jemand den Tempel Gottes zerstört, den wird Gott zerstören. Selbst wenn er seinen eigenen Tempel Gottes zerstört? Also gibt es auch für Prior James keine Erlösung. Also, wir glauben, es war kein Selbstmord, natürlich nicht. Andererseits wissen wir hier nicht, wo wir sind, wem wir hier trauen können. Wer weiß, ob die Informationen weitergeben. So harsch möchte ich natürlich nicht sein, aber wenn Philipp ein gläubiger Mann ist und der Bibel folgt, ich glaube, ich möchte lieber keine Informationen revealen, sondern möchte lieber verdeckt weiter ermitteln und deswegen gebe ich den Hardliner. Für einen Selbstmörder gibt es... Auch für einen alten Freund nicht. Was, wenn der Teufel auch unsere Seelen holt? Vertraut auf Gott. Seid sittsam und fromm. Sittsam und fromm. Gottes Gnade wird nicht zulassen, dass der Teufel Hand an euch legt. Prior James steht nun vor Gottes Thron. Gott, der Glaube wird euch stärken. Fürchtet euch nicht. Nein, Bruder Philipp. Danke, Bruder Philipp. Gern geschehen. So. Ach, erinnere mich, als ich so jung war. Ich hatte so viele Fragen, aber hier sollten sie leiser reden. Also, da geht's in den Garten. Wir sind alle Gottes Tempel. Oh, guck mal hier, da hinten geht's zum Friedhof, wir zum Kapitelhaus. Was ist das Kapitelhaus? Was wir uns fragen müssen, ist, kann der heilige Adolphus Kingsbridge in dieser dunklen Zeit noch beschützen? Adolphus? Wer ist Adolphus? Prior James konnte er nicht retten. Seit der Blitz in der Kathedrale einschlug, war James nicht mehr er selbst. Wenn du mein Amt als Sakristan übernimmst, solltest du den Bischof um eine neue Reliquie bitten. Dann werde ich Subprior sein. Ich und der neue Prior werden dich unterstützen. Okay, hier werden schon andere Pläne geschmiedet. Lehne die des Sakristan ab, unterstütze die Sakristan. Also wenn es der Kirche schlecht geht, glaube ich, dass das keine schlechte Idee ist, könnte Leute anziehen. Eine neue Reliquie würde mehr Pilger anziehen. Oh. Philipp und ich werden die gleichen Ideen. Mit dir wollte ich reden. Oh. Wie konntest du es wagen, Bruder Remigius Requiem zu stören? Ja, das war uncool. Sorry, Bro. Ich fürchte, der Chor wartet auf mich. Bleib, Bruder. Du kannst ruhig hören, was Philipp zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Ich war schockiert. Ich bitte um Vergebung. Wir sind natürlich reuevoll. Ich bitte um Vergebung. Ich war überwältigt, als ich hörte, dass Prior James gestorben sei. Du solltest es besser wissen. Bis und John bist du bestimmt ein guter Prior. Aber hier folgen wir den Regeln. Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Die Wahl wird in ein paar Tagen abgehalten. Wenn wir alle zum Kapitel zusammenkommen. Okay. Dann gibt's hier wohl nichts mehr zu holen. Beende das Gespräch. Lass uns unser Gespräch später fortsetzen. Natürlich. Ich habe noch einiges für die anstehenden Wahlen vorzubereiten. Weil Gott uns nach seinem Bild geschaffen hat. Deshalb können wir alle zu ihm beten. Das ist der Grund, Bro. Witzige Dudes. Wer ist das? Bruder Arnold. Hier auf dem Friedhof. Haus des Priors. Dann sprechen wir vielleicht mal hier mit Bruder Arnold. Bruder Arnold, sage mir. Wie geht's? Was geht ab, altes Haus? Hm? Was? Wie geht es dir? Geht's dir gut? Ja. Nur, dass die Toten nicht im Grab bleiben wollen. Wie bitte? Was? Die Toten.
sind wahrscheinlich diese elenden Dachse. Die wühlen immer die Gräber auf. Oder irgendjemand sucht hier nach irgendetwas. Oh, guck mal, da unten sitzen noch mehr Novizen. Die habe ich jetzt gerade gar nicht gesehen oder waren die vorher nicht da? Können wir uns die Gräber anschauen? So viele Tote in Erwartung des jüngsten Gerichts. Der Novize, an dem ich der Brücke begegnet bin. Ah, der wollte mich ausrauben. Ha? Beide sollten arbeiten, aber sie sitzen hier und fischen. Novizen schnacken doch immer. Mein Vater hat der Priorei viel Land gegeben, damit ich es gut habe. Ich will nicht dauernd Pökelfisch essen. Ich auch nicht. Gehen wir heute Abend wieder in den Vorratskeller? Klar, Bruder Markus. Du hast immer noch den Schlüssel vom alten Cuthbert? Oha. Klar. Ich habe ihn in der Kirche versteckt. In die große Spalte in der Wand habe ich ihn gesteckt. Ich würde auch gern mal was in eine Spalte stecken. Alter, Dudes. Naja, es sind halt junge Leute in Klöstern, ne? Das glaube ich gern. Einer der Novizen hat Kuberts Schlüsselbund in einem Spalt in der Kirche versteckt. Wollen wir sie konfrontieren? Wir konfrontieren sie nicht. Wir geben den Alten so viele Tote. Okay, gut, das ist allgemein für die Gräber. Wollen wir direkt in die Kathedrale reingehen? Ich gehe mal direkt in die Kathedrale. Na, nicht, dass zwischendurch noch was anderes getriggert wird, weil den Schlüssel nehmen, das finde ich schon cool. Nein, 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 ich habe es gehört. Ganz sicher. Da war was. Er hat recht. Hört auf damit. Konzentriert euch. Da war es wieder. Was reden die da? Seht ihr Gespenster? Hört ihr es von Bruder Francis? Der Novize sagte, er habe die Schlüssel hier versteckt. Was war das? Sie waren da drin. Jetzt wird ich hab sie. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Tatsächlich, mit Kuberts Schlüsselbund kann man die meisten Türen dieser Priorei öffnen. Okay. Sweet. Dieser Bruder Markus hat tatsächlich Cuthberts Schlüsselbund gestohlen. Das wollen wir natürlich ausnutzen. Aber mit Francis sollten wir auch nochmal sprechen. Wir würden uns gleichen. Aha. Tun wir das. Ich bin froh, dich zu sehen. Du wirkst bekümmert. Positiv bestärken. Ich bin froh, dich zu sehen, kleiner Bruder. Kleiner Bruder. Es ist doch schön, dich zu sehen, Philipp. Dein Haar fängt an, grau zu werden. Deins noch nicht. Zumindest in diesem Punkt bin ich dir einen kühnen Schritt. Es ist so dunkel, dass ihr das überhaupt sehen könnt, Bros. Du gestehst es dir nur nicht ein. Francis, warum bist du hier? König Heinrich ist tot. König Heinrich ist tot? Ich weiß. Die Nachricht traf kurz vor meiner Abreise in St. John. 1136, Er ist der König und nun Prior James. Und Gott hat einen Plan, der Teufel ist nach Kingsbridge gekommen. Nein, wir unterstützen sowas nicht. Gott hat einen Plan. Das Furcht ist nicht der Weg. Aber König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Dunkle Zeiten stehen bevor. Es wird Krieg geben. Francis Notiz, Rivalität um den Thron. Untersuchen, natürlich. Ah, Dokumente. Francis Notiz über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stefan. Teil 1 vom 1. Januar 1136. Viele Jahre wurde König Heinrich ein Thronfolger verwehrt. Einige seiner Verwandten sind 1120 ertrunken, auf einer Reise den englischen Kanal zu überqueren. Letztendlich gebar seine Tochter Mathilde einen Sohn. Es war Heinrichs letzter Wunsch, dass sein Enkel seine Regentschaft als Heinrich II. Fortsetzen würde, sobald er es eines fähigen Alters sei. Bis zu diesem Tage soll seine Mutter, die Tochter des Königs, das Land stellvertretend regieren. Obgleich sie die rechtmäßige Erbin des Throns ist, ist Kaiserin Mathilde unbeliebt. Der Grund ist ihr Ehebund mit Geoffrey von Anjou. Ein Dorn im Auge unserer normannischen Oberherren. Die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie
sind seit schon langer Zeit rivalisierende Gebiete. Eine Rivalität, die androht, zu einem Krieg auszubrechen, der hier vor Ort ausgetragen wird in England. Mathildes Cousin Stéphane von Blois, ist bereits aus der Normandie über den Kanal angereist und hat den Thron gewaltsam an sich gerissen. Oh nein! Okay, es bleibt spannend. Sehr flairvoll gemacht auf jeden Fall. Starke Bilder, gute Musik, so mal zwischendurch. Frage, wie man helfen kann, mische dich nicht ein. So sind wir nicht. Wenn wir nur das ganze Leid lindern könnten. Vielleicht können wir das. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Aha. Ich soll nach einem Boten meines Herrn, Graf Robert, Ausschau halten. Hier? In Kingsbridge? Kingsbridge. Es heißt, er sei vor 2 Wochen nach Kingsbridge aufgebrochen. Der Ritter trug ein geheimes Dokument bei sich, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Die Menschen vertrauen dir. Vielleicht wissen die Mönche hier etwas. Okay. Wir werden ihn finden. Ach ja, also. Noch eins. Niemand darf wissen, warum wir nach dem Ritter suchen. Check, Bruder. Wer weiß etwas über den vermissten Ritter, den Francis erwähnte? Hast du es nicht gehört? Was ist los, Bruder? Sie wollen nicht singen. Warum nicht? Es ist Adolphus. Wie bitte? Da war gar nichts. Adolphus? Ich habe es gehört. Wer ist Adolphus? Ein Heulen aus der Krypta. Ich glaube, ich habe es auch gehört. Nein, ihr Vielleicht ist das unser versteckter Ritter? Es klang wie eine Peitsche. Das las ich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Bruder Philipp, bitte, beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Okay, das klären wir auch gleich direkt mal mit auf. Ich glaube, da war es wieder. Nicht sprechen. Wer weiß etwas über die vermissten Ritter, den Francis erwähnte? Wir haben jetzt die Schlüssel, wir haben noch das Tuch. Das Tuch ist bestimmt noch relevant. Weg zum Kreuzgang. Wenn wir jetzt einen Schlüssel für alles haben, können wir bestimmt auch hier ins Gästehaus. Aber vielleicht ist das Haus von... Können wir die Stangen, kann man sich auch noch... Weg zur Kathedrale. Also das heißt... Das, der Schimmel, ja, dieser tolle, dieses tolle Gefährt, das Mount, ist, okay, es scheint zu stinken in den Stallungen. Ein schrecklicher Gestank. Aber ich soll da nicht reingehen, glaube ich. Okay. Gehen wir mal in das Haus. Wir haben ja einen Schlüssel. Ah, es ist offen. Okay. Ich sagte, ich will nicht gestört werden. Bruder Remigius, es tut mir leid, dass ich deinen Gottesdienst gestört habe. Du meinst die Andacht für Prior James. Ich hörte, er sei ins Eis eingebrochen. Schrecklich. Ja, ich habe seinen Rosenkranz am Fluss gefunden. Jetzt lass mich weiterarbeiten. Frage nach dem Tod des Priors, Frage nach Francis Ritter, verlasse das Priorzimmer, zeige Bruder Markus den Schlüsseldieb an. Ich frage nochmal. Warum ist Prior James wohl nachts auf den Fluss hinausgegangen? Er wurde verfolgt. Verfolgt? Von wem? Verfolgt? Von wem? Vom Leibhaftigen. Ach. Aber warum sollte der Teufel nachstellen? Halte du dich besser. Also, wir suchen einen Ritter. Der Ritter ist vielleicht verletzt gewesen, versteckt sich irgendwo. Und wollte vielleicht Prius James, der hat Angst gekriegt, weil es um den Leibhaftigen sein könnte. Der flieht aufs Eis, bricht ein. Und der Bruder hat sich dann unten in die Krypta vergeben und das ist der Dude, was die hören. Den Ritter danach kann ich jetzt nicht fragen, auf gar keinen Fall. Den Schlüsseldieb anzeigen. Vielleicht etwas später. Hm.
Frage ist, muss ich dann den Schlüsselbund abgeben? Aber das würde mir ihm natürlich zeigen, dass ich Recht und Ordnung auch will. Allerdings bin ich natürlich eine Petze, eine Blöde. Ich glaube, ich möchte noch mehr Untersuchungen anstellen, bevor ich... Wir dürfen uns ja halt auch noch nicht umschauen, ne? Das ist echt... Na gut. Vielleicht gehen wir noch mal in die Küche. Ah, wir waren noch nicht im Garten. Doch, wir waren schon im Garten das letzte Mal. Da konnte man nichts sehen. Hier haben wir die Dudes. Wir gehen noch mal in die Küche. Ich möchte noch mal die Küche. Genau, mach die Tür zu, Bro. Es wird kalt. Wann lernen diese Novizen die Tür zu schließen? Ich bin kein Novize. Kann das Tuch Mach bestimmt das nicht, mehr. Du verbrennst dir die Finger. Ach, makes total sense. Der Stein ist noch heiß, perfekt dafür geeignet, sich an kalten Wintertagen warm zu halten. Ja, schön warm. Und ich habe mir die Finger nicht verbrannt, Melius. Sehr gut. Ich wusste, du kriegst das hin. Yay! Dummy ist der Küchenmeister. Kann ich jetzt mit Kubert noch was besprechen? Ich meine, wenn... Bruder Cuthbert. Cuthbert. Ich habe deine Schlüssel gefunden. Cuthbert, ich glaube, ich habe deine Schlüssel gefunden. Wo hast du sie gefunden? Der Dieb hat sie in der Kathedrale versteckt. Das ist Gotteslästerung. Wirst du den Dieb bei Bruder Remigius anzeigen, Philipp? Ich werde es mir überlegen. Behalt die Schlüssel, bis wir wissen, was zu tun ist, ja? Nach dem Ritter kann ich eigentlich nicht... Du hast sicher noch zu tun. Und du sicher auch. Ich meine, wir sollen ja niemandem sagen, ne, dass wir nach dem Ritter... Manche haben nur ein Gebet, um sich zu wärmen. Kann man sich hier noch irgendwas anschauen? Man kann auch nicht... Ah, bemalter Topf, okay. Milius, warum hast du denn so einen schönen Topf? Oh, er erinnert mich daran, dass wir nach Ordnung und Schönheit streben sollten. Ich sammle da nämlich Samen und Nüsse für einen neuen Garten. Eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee, wenn man dieses Ort in Schuss halten oder neuem Charme verleihen möchte. Wenn du welche findest, bring sie gern vorbei. Kastanien? Hat er Kastanien gesagt? Ich sabbel, glaube ich, zu viel. Sorry, Leute. Aber, schöner Topf mit einigen Samen drin. Okay. Kastanien. Wo habe ich denn einen Baum gesehen? Im Prolog war natürlich ein Baum ganz doll in Szene gesetzt, aber das war natürlich ein anderer Altar. Ja, auf dem Friedhof. Hing hier nicht noch irgendwas? Hier könnten wir ja vielleicht was finden, oder? Kalkstein. Zur Mühle, da waren wir auch noch nicht. Hoppla. Ach doch, bei der Mühle waren wir schon. Futtertrog, ein schäbiger Futtertrog. Abgeschlossen. Aber ich habe doch den Schlüssel. Aber wir haben hier gerade jemanden gesehen, ne? Da ist er. Bruder Paul. Mit dem sollten wir auf jeden Fall sprechen. Der war ja vorhin nicht da. Bruder Paul. Ach, Philipp. Hast du keine Schuhe an? Autsch. Oh. Mensch, was ist denn los? Was ist mit deinem Fuß, Bruder Paul? Nur eine Frostbeule. Eine Frostbeule? Sie wird heilen, wenn der Frühling kommt. Du solltest ein Feuer haben. Es geht schon. So kalt ist es nicht. Nimm es nicht zu leicht. Viele werden in diesem Winter sterben, weil sie nichts zu essen haben oder kein Dach über dem Kopf.
Die sind aber direkt. Remedios sagt, Gott prüft uns. Das alles ist eine Prüfung. Das ganze Leben ist eine Prüfung. Wohin die führen diese Prüfungen? Und die, die er hier in der Kälte sitzen lässt. Sag nichts zu Remigius, ich bitte dich. Wenn er denkt, ich würde mich beschweren, wird er ungehalten. Der arme Mann, dem gebe ich den Stein. Vielleicht hätte ich auch ihm lieber den Käse geben sollen. Oh, ouch. Ein heißer Stein. Ah. Er hat keine Schuhe, der arme Mann. Wie gut von dir, Herr Philipp. Danke. Remigius sollte dir ein Feuer erlauben. Oder dich gar nicht erst hier sitzen lassen. Es macht mir nichts aus. Irgendwann wird der Winter schon enden. Philipp, ach, ja. Wenn du je Probleme mit Remigius kriegen solltest, gib ihm auf jeden Fall eine Antwort. Schweig ihn nicht an. Anschweigen? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Dann gerät er völlig aus der Fassung. So etwas gehört sich eigentlich nicht für einen Suprior. Geschweige denn für einen Prior. Frage um Rat wegen Remigius. Was sagtest du nochmal über Remigius' Schwäche? Nichts macht ihn wütender als jemand, der ihn anschweigt. Sowas gebührt sich eigentlich nicht für einen Suprior. Ach so, okay. Trauen wir dem? Den können wir, glaube ich, fragen. Hast du von einem Ritter in Kingsbridge gehört? Einem Ritter? Ja. Er lag am Straßenrand. Nur eine Meile von der Priorei entfernt. Er muss vom Pferd gefallen sein. Oh, wo ist er jetzt? Er ist tot. Wir haben ihn auf dem Friedhof begraben. Hatte er einen Namen? Hat er noch etwas gesagt? Er konnte nicht sprechen. Aber der Blick in seinen Augen, der sagte mir, dass er Angst hatte. Ich habe seine Hand gehalten. Oh je. Ich betete mit ihm, während er starb. Hatte der Ritter irgendwas bei sich? Da war ein Brief. Ich habe ihn Prior James gegeben. Remigius wird ihn wohl mit dem Rest von James' Papieren verbrennen. James hat darauf bestanden, dass alle Bücher und Dokumente nach seinem Tod verbrannt werden sollten. Außer seiner Bibel. Ich habe schon davon gehört. Okay. Ich glaube, das wäre sehr unklug. Manchmal frage ich mich, ob dieser Brief an allem schuld war. Ein paar Tage später ist Prior James im Eis eingebrochen. Genau hier. Philipp, vielleicht habe ich einen Fluch über Kingsbridge gebracht. Ein Fluch? Ach, zitiere die Heilige Schrift. Wie könnt ihr Brief schaden? Naja, den Brief, das verstehe ich schon. Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, spricht der Herr. Pläne des Heils und nicht des Unheils. Weisen Spruch. Vertraue auf Gott, Bruder Paul. Du hast recht getan. Danke, Philipp. Okay, also der ist tot. Ich glaube, ich spreche da lieber mit den Alten. Also ich möchte hier nochmal gucken, weil hier gibt es, muss es ja irgendwas geben, oder? Sonst würde es das ja... Hohes Fels ragt aus dem Boden, während Sterne... Na gut, hier scheint es wirklich nichts zu geben. Am Fluss. Prüfer fängt Fischen, bleibt okay. Schade, haben wir. Oh. James, ich bete für dich, wenn du vor Gott stehst, dass er sich deiner erbarmen wird. Hier bei der Brücke finden wir hier noch irgendwas, die uns eine Spur auf den Ritter oder auf James oder irgendwas geben kann. Rückweg nach St. John, okay, das. Die Bücherei fängt hier Fische, okay. Ich glaube, hier gibt es nichts. Ach, wobei, was ist das hier für ein Baum? Können wir hier irgendwas sehen?
Giftige Futtertrog. Abgeschlossen. Na gut. Dorf von Kingsbridge. Wir gehen noch mal zum Kloster, würde ich sagen. Suchst du nach besonderen Samen? Ich habe immer gedacht, wir sollten hier einen Baum pflanzen. Eine Kastanie vielleicht. An der Brücke gibt es viele Bäume. Ja, da habe ich leider nichts gefunden, Bruder. Ah, Philipp, du bist es. Ich suche nach einem Dokument, das Prior James ausgehändigt wurde. Dann ist es vermutlich im Priors Zimmer. Okay. Okay, okay. Ich muss gehen. Du weißt ja, wo du mich findest. Schade, dass wir... Ja, bei der Brücke, da war nichts, oder? Also ich meine, wir haben ja gehört, was er gesagt hat, aber... Ist für Francis Ritter. Das können wir uns bestimmt nochmal angucken. Bruder Arnold muss aber auch nicht. Vielleicht wissen wir jetzt aber, vielleicht können wir ihm jetzt mehr entloggen. Ich probiere es nochmal. Verfluchte Dachse! Früher haben wir sie gegessen. Heute fressen sie uns. Dachse, okay. Nein, wir sind der Tempel. Aber wozu dann eine Kirche? Wie komme ich zur Krypta? Die würde ich mir ja schon gerne nochmal angucken. Aber nun gut. Remigius. Was ist denn? Kannst du nicht sehen, dass ich arbeite? Erstmal bieten wir ihm was. Bruder Markus hat Cuthberts Schlüssel gestohlen. Bruder Markus. Ich kümmere mich um ihn. Du hast recht daran getan, ihn mir zu melden. Diebstahl ist etwas, das wir nicht hinnehmen können. So ist es. Diebstahl ist fürchterlich. Du sollst nicht stehlen. Frag nach dem Teufel, frag nach dem Schlüsseldieb. Verlass das Prior und bitte darum, Dokumente einsehen zu dürfen. Ich würde gerne einen Blick in Prior James' Dokumente werfen. Und wozu das, Bruder Philipp? Nun, unsere kleine Zelle hat dem Mutterhaus viel gespendet. Ich möchte sicher gehen, dass alles richtig verbucht wurde. Dann traust du uns nicht, Philipp. Ist es das? Der Zustand dieser Priorei? Der Zustand dieser Priorei ist Sache des Priors von Kingsbridge. Ich möchte trotzdem gern Prior James Dokumente einsehen. Sie werden verbrannt. Heute Abend. Das habe ich gehört. Es war Prior James' letzter Wunsch. Ich folge seiner Bitte. Vielleicht ist da ein Brief bei von einem Ritter? Ist der neue Prior verloren? Nach der Wahl werde ich der neue Prior sein. Jetzt bist du es aber noch nicht. Derzeit kann nur eine Kapitelversammlung über diese Dinge entscheiden. Natürlich. Bruder Andrew hat bestimmt Verständnis dafür, dass du James letzten Wunsch nicht erfüllen willst. Ach, Bruder Andrew, Jungs, der mich schon gerügt hat. Der Sakristan muss eine Kapitelversammlung organisieren, um die Dokumente zu retten. Was das Kapitel betrifft. Sprich mit Bruder Andrew. Er wird sich genauso über deine Anwesenheit freuen wie ich. Jetzt geh. Ihr habt doch gemeinsame Pläne. Ihr macht doch gemeinsam. Ihr verheimlicht doch was. Was die Schlüssel betrifft, die Bruder Markus gestohlen hat. Ich kümmere mich um ihn. Okay.
Okay. Du hast recht daran getan, ihn mir zu... Okay, okay, okay. Ich frage ihn nicht... Ach, wobei... Glaubst du wirklich, der Teufel hat Prior James umgebracht? Einige der Brüder glauben das. Und ich respektiere ihren Glauben. Vielleicht erfahren wir nie, was wirklich geschah. Belassen wir es dabei. Ihr respektiert die Meinung von anderen. Das ist aber sehr untypisch. Na gut. Dann haben wir hier wohl auch nichts mehr verloren. Aber kann man sich noch. Man kann sich nicht mal umschauen, ne? Man kriegt nicht mal die Chance. Dann, glaube ich, ist es für mich Zeit, nochmal zu Bruder Andrews zu gehen. Bruder Andrews. Bruder Andrew. Ja, was ist? Die Bücher des Priors dürfen nicht verbrannt werden. Frag nach dem Brief von Francis Ritter. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Prior James Bücher verbrannt werden. Das, Philipp, war Prior James Wunsch. Die Priorei ist verschuldet. Und ohne die Grund- und Hauptbücher wird sich das nie ändern. Außerdem ist das Wissen in diesen Büchern unersetzlich. Unersetzlich? Bücher sollten einfach nicht verbrannt werden. Du triffst in dieser Priorei nicht die Entscheidungen. Das ist gut, wenn wir ihn damit haben. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinde, sondern Vorbilder für die Herde. Erster Brief des Petrus, Kapitel 5. Du hast recht. Du sollst deine Argumente bei einem Kapitel der Gemeinschaft vortragen. Heute. Danke, Bruder Andrew. Danke. Wenn ich hier fertig bin, werde ich allen Mönchen sagen, sie sollen ins Kapitel auskommen. Oh ja, würde es helfen, wenn ich einigen von ihnen Bescheid gebe? Wenn du meinst, bitte. Aber ich bestehe darauf, dass der Chor seine Probe beendet. Die Novizen brauchen schon jetzt viel zu lange. Okay, um Prior James Dokumente zu retten, müssen alle Brüder der Versammlung beiwohnen. Oh, es lädt. Rechts um ein Buch. Warum bauen wir Tempel, wenn wir Tempel sind? Mit denen können wir nicht mehr sprechen. Ist es Hochmut, einen noch größeren Tempel bauen zu wollen? Dann sagen wir erstmal Bruder Arnold Bescheid. Müssen wir jetzt wirklich mit jedem nochmal sprechen? Wir können mit ihm gar nicht sprechen. Können wir nochmal mit hier Pater Paul sprechen? Ich meine, er muss dem Ganzen ja auch beiwohnen. Bruder Paul, auf ein Wort. Aber. Hast du von einem Ritter... Einem Ritter? Oh. Das kennen wir leider schon nicht. Ja, wo ist er jetzt? Hatte der Ritter... Ich habe schon davon gehört. Manchmal ein paar Philipp. Wir bleiben dabei, ne? Denn ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe. Spricht der Herr. Da würde ich mir ein bisschen wünschen, dass wenn man diese Sachen schon gemacht hat und nichts kommt, dass dann einem der Hinweis gegeben wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich nicht verkehrt, so eine Funktion zu haben, weil dann kann man, wenn man was verpasst hat, das nochmal, wenn es wichtig ist. In jedem Fall hat es uns jetzt leider ein bisschen Zeit gekostet. Wir gehen zurück zum Kloster und dann fragen wir unsere... Ah, warte mal. Wenn wir hier jetzt nochmal doch ganz kurz bei der Brücke noch einmal sind... Hier ist nichts. Und an den Bäumen ist auch hundertprozentig nichts. Also ich weiß nicht, wo er hier... James Leiter könnte noch hier sein. Gott sei der Seele gnädig. Okay. Dann keine Kastanien für dich, mein Freund. Tut mir sehr leid. Ich komme mit leeren Händen zurück. Super fast, Philip.
gehen wir nochmal in die Küche, sorgen denen nochmal Bescheid, falls wir denen Bescheid sagen müssen. Bruder Cuthbert. Philip. Okay. Reden wir ein andermal weiter, Bruder Cuthbert. Natürlich. Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als nochmal in den Kreuzgang zu gehen. Sag das nicht. Mir den Garten nochmal anzugucken. Warum nicht? Wir wären nicht hier, wenn es die Kathedrale nicht gäbe. So ist es. Was war das? Jetzt wird gesungen. Bist du sicher, dass du was gehört hast? Ja, ich bin mir sicher. Dann geben wir Francis mal die Information. Oh gut, warte, da gibt es noch einen Weg nach links unten. Du bist mein kleiner Bruder. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Philipp. Da war es wieder. Noch nicht. Adolfus. Ich werde sehen, was... Adolfus. Verschlossen. Haha. Die sterblichen Überreste heilen, Adolfus. Nichts hier. Möge er in Frieden ruhen. Dunkelheit. Diese alten Kathedralen machen manchmal seltsame Geräusche. Oh, da ist doch was. Ich dachte es mir. Da ist nichts. Aber doch, da ist doch was. Hallo? Nein, auch die kennen. Niemand. Da ist keiner. Hallo? Ui. Ein Vogel. Da oben ist etwas. Was ist das? Was ist das? Es ist von der Größe eines Kindes. Hallo? Eine Eule. Eine Eule. Nur eine Eule. Ach, das wird den Chor sicher beruhigen. Ich sollte Ihnen das erzählen. Kein Grund zur Beunruhigung, Brüder. Adolfus ruht in Frieden. Es war nur eine Eule. Ich hab dir doch gesagt, da war nichts. Gott segne dich, Bruder Philipp. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Jetzt seid still. Konzentriert euch und... Da lässt ihre Stimme noch großartiger klingen. Dann habe ich ja eigentlich nur noch die Möglichkeit, mit dem Prior über den Ritter zu reden. Oder den Subprior. Noch Subprior. Wir stören ihn einfach nochmal, weil er blöd ist. Ich würde gerne einen Blick in Prior James' Dokumente werfen. Und wozu das? Nun, unsere... Ich möchte sicher gehen. Dann traust du... Der zu... Das kennen wir auch schon. Sie werden... Das habe ich... Es war... Ohne... Nach der... Jetzt... Der... Ja, das habe ich verstanden.
Also jetzt, wo der Chor fertig gesungen hat, können wir die Sitzung einberufen oder wie sieht das jetzt aus hier? Sie ernährt uns. Mit ihm kann ich widersprechen. Der Chor ist mit dem Singen fertig. Der Kantor sollte jetzt Zeit haben. Bist du bereit für die Kapitelversammlung, Bruder Philipp? Wenn du sonst noch etwas in Kingsbridge zu erledigen hast, tu es jetzt. Die Versammlung könnte lange dauern. Ich glaube, ich habe alles erledigt. Die Kapitelversammlung ist wichtiger. Die Kapitelversammlung ist wichtiger. Jetzt bin ich aber gespannt. Und deshalb dürfen wir Prior James' Wunsch nicht Folge leisten. Die Priorei von Kingsbridge wäre ohne ihre Kontobücher verloren. Ich denke, wir verstehen alle den Grund für deine Besorgnis, Bruder Philipp. Aber die Dudes sehen aus, alle. Bevor wir zu einem Beschluss kommen, wollen wir noch andere Stimmen hören. Welche Stimmen wollt ihr denn noch hören? Ich möchte wissen, warum du die Weisheit von Prior James' Entscheidung in Frage stellst. Vielleicht hast du ihn nicht so gut gekannt wie wir, Philipp. Ich kann sagen, ich habe ihn gut gekannt. Wir alle hier kannten ihn. Und du? Na, hast du ihn gekannt? Ich habe ihn gut gekannt. Und ich weiß, er würde mir zustimmen. Philipp, du gehst zu weit. Ich verstehe. Das werde ich dem Bischof sagen. Unglaublich. Hören wir, was er zu sagen hat. Lasst ihn sprechen, Brüder. Ich war auch uneinsichtig, aber er hat mich überzeugt. Was bei dir nicht gerade einfach ist. Helios. Ich habe James viel zu verdanken. Don't mess with the chef. Von St. John in the Forest übertragen. Eine der blühendsten Zellen in ganz Shiring, wenn nicht gar in England. Das war also eine kluge Entscheidung. Aber sein letzter Wunsch war nicht klug. Nun habe ich recht. Worauf wartest du? Antworte mir. Ist es klug, auf dünnem Eis zu wandeln? Oh, für wen hält er sich? Möge der Herr ihm vergeben. Er weiß nicht, was er sagt. Doch. Nein. Ich weiß, was ich sage. Philipp war sehr zögerlich, mit mir über den Zustand der Priorei zu sprechen. Gewöhnlich ist er in seinen Worten so umsichtig wie in seinen Taten. Ja. Ja. Listen to the gentleman. Philipp hat uns eine Frage gestellt. War es klug, auf das Eis hinauszugehen? Gott wollte Prior James prüfen. Ich sage, wie ihr seht, hier gibt es schon so eine Clusterbildung, ja, Team mürrisches Gesicht. Sicher hast du eine Gott prüft uns darauf. Alle, James letzter Wunsch ich kam vom Teufel. Ich weiß es, weil Prior James es mir anvertraut hat. Wenn der Herr James geprüft hat, so prüft er uns nun alle. Ich vertraue auf den Herrn, so wie James es getan hat. Und das solltet ihr alle tun. Er war fehlgeleitet, als er in fehlgeleitet, sage ich euch, Brüder. Fehlgeleitet. So wie er in seinem letzten Wunsch fehlgeleitet war. Von was oder wem auch immer. Prior James steht nun vor Gottes Thron. Gott wird ihn richten. Wer hat das gesagt? Die Novizen sind angehalten, in der Versammlung zu schweigen. Besetzung. Philipp ist ein guter Mann. Ruhe. Er war der Einzige, die Krümel der haben zu schweigen, wenn der Kuchen spricht. Aha. Aber hat er den Worten auch Taten folgen lassen? Ja, er hat mir einen heißen Stein gebracht. Yes, das war gut. Das ist unser Philipp. Nun gut. Aber warum erzählst du uns nicht, warum du wirklich hergekommen bist, um vor uns allen hier zu sprechen? Du bist nicht nur gekommen, um diese Bücher zu retten. Da steckt doch mehr dahinter, nicht wahr? Wir wollen die Wahrheit wissen. Wir lügen. Was sind deine wahren Absichten? Ich bin nur hier, um der Priorei zu helfen. Der Priorei? Natürlich.
Ich sage, es ist kein Zufall, dass er jetzt hier seine Stimme erhebt. Kurz nach James Hinscheiden und vor den Wahlen. Was willst du damit sagen, Bruder Remigius? Ja, was willst du damit sagen? Es geht ihm nicht um James. Es geht um ihn. Er will das beschuldigen. Beschuldigungen. Ich bin hergekommen, um mit James zu reden. Ich denke, das ist eine wunderbare Idee. Ich nominiere Philipp von Gwynedd. Was? Als neuen Prior von Kingsbridge. Aber ausgezeichnete Idee. Was ist mit Remigius? Damit habe ich nicht gerechnet. Lot of mumbling here. Nimmst du die Kandidatur an? Oh, wir haben nicht die Wahl, zu sagen, wir wollen das oder nicht. Angebot. Aber wir möchten dir wirklich nicht zur Last fallen, Bruder Remigius. Oh, aber ich bestehe darauf, euch zu helfen. Ich habe auch noch kein Bild, Leute. Das musst du wirklich nicht. Wir unterhalten uns dann später. Danke. Warum haben wir kein Bild? Doch, jetzt. Die Abendmesse beginnt bald. Hätte ich die Kandidatur ablehnen sollen? Du konntest nie gut Nein sagen. Und Milius hatte recht. Kingsbridge braucht dich. Ja, das finde ich allerdings auch. Ich werde morgen dorthin reiten. Vor allen Dingen, Mann wie uns. Wenn du in Kingsbridge bleibst. Dank dir wird man diese Dokumente und Bücher nicht verbrennen. Jetzt müssen wir nur noch diesen Brief finden. Du glaubst wirklich, dieser Brief könnte einen Krieg verhindern? Wenn die Botschaft sagt, was ich vermute, dann ja. Okay. Francis Notiz Rivalität um den Thron, Teil 2. Natürlich untersuchen wir den. Über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stefan oder Steven. Stefan, Teil 2. Unser neuer König Stefan wird nicht nur von unserem normannischen Oberherren, sondern auch von der Kirche unterstützt. Sein kleiner Bruder Henry ist Bischof von Winchester und einer der einflussreichsten Priester in ganz England. Er hat Stephen schwören lassen, der Kirche politische Macht einzuräumen, die unter Heinrichs Herrschaft fehlte. Es ist ein guter Tag für die Kirche und uns. Das Problem ist, dass mein Dienstherr Graf Robert von Gloucester einer der Bastarde des Königs ist. Er will seine Halbschwester Mathilde auf dem Thron sehen, da er sich sicher ist, sie würde während seiner Regentschaft seinen Rat und Unterstützung in Anspruch nehmen müssen. Im Namen von Kaiserin Mathilde haben er und seine Verbündeten eine Rebellion gegen König Stefan gegründet. Nicht mehr lange und es wird Krieg geben. Uiuiuiuiuiui. Nun lass uns nach dem Brief schauen. In England ist aber auch immer, ne? Hui. So, lasst uns einmal umschauen. Wir gucken uns einmal das Fass an. Ah, manchmal müssen wir ein bisschen vorher denken, bevor man klickt. Ne? Also erst rechts, rechts. Da ist er nett. Hat in den letzten 10 Jahren viel Zeit mit Schreiben verbracht. Anstatt eines Priors wurde er eher ein Einsiedler. Das machen Mönche wie du doch. So war es früher einmal gedacht, ja. So, dann was denken wir denn hier? Leere Papier, Pergamentbrille, muffig. Schreibtafel, eine Schreibtafel, die gucken wir uns natürlich auch an, selbstverständlich. Die Handschrift auf dieser Tafel ist kaum lesbar. Na, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Oha, das klingt ja wie Anstiftung. Hat Prior James das geschrieben? Suchen wir weiter. Hoffentlich nicht. Keine Antwort heißt meistens ja, übrigens, glaube ich. Was für ein Chaos. Erbärmlich. Erbärmlich. Pathetic. Francis, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Oh. In der Bibel? Die Offenbarung des Johannes. Das? Und sie sprachen zu den Bergen und Felsen. Fallt über uns und verbarg. Reginius hat das nicht gesehen. Es lag vor ihm auf dem Tisch. Was für ein Stümper. Denn es ist gekommen, der große Tag seines Zorns. Und wer kann bestehen? Wer wird das nun bestehen können? Das stimmt wohl. Wovor hatte James Angst? War es dieser Brief? Nein. Vor den Konsequenzen des Briefes. Brich das Siegel. Brich
Brief untersuchen. Brief vom 18. Dezember 1135. Robert von Gloucester. Nennt mir einen Tag und wir werden bereit sein, für Kaiserin Mathilde Blut zu vergießen. Ich und meine Männer werden uns Stephen von Blois gegenüberstellen. Wir haben den Krieg nicht begonnen, aber wir werden ihn entbrennen lassen. Es ist Stefan oder Stephen. Es ist Stefan, der sich beschworen hat, am Tag, als der König Heinrichs Tochter verriet. Er verriet sie, als er den Thron an sich riss, und somit sind auch alle schuldig, die ihm Loyalität geschworen haben. Bartholomäus, Graf von Shiring. Okay. Ja, das ist er. Du hast ihn gefunden. Der Graf von Shiring will einen Krieg anfangen? Naja. Ja, er tut sich mit meinem Herrn, Graf Robert von Gloucester, zusammen. Wer ist dieser König Stefan, der den Thron bestiegen hat? Ein Neffe König Heinrichs. Denkst du oft an den Tag, als unsere Eltern starben? Du weißt, dass ich nicht darüber reden will, Francis. Ich weiß, aber ich muss immer an sie denken. Und ich habe immer König Heinrich die Schuld an ihrem Mama und Dad sind schon lange weg, Francis. Du musst damit abschließen. Wie wir in Wales. Philipp, du musst diesen Brief dem Bischof von Kingsbridge zeigen. Den Bischof von Kingsbridge? Ja. Warum ich, weil ich der Auserwählte bin, natürlich. Den Bischof von Kingsbridge? Warum? Unser verstorbener König wollte Roms Einfluss in England vermindern. König Stefan dagegen hat geschworen, die Rechte der Kirche zu wahren. Und wir können ihm helfen, wenn du den Bischof bittest, Stefan zu beschützen. Francis begeht Verrat. Frage nach Francis' Motiven. Du willst, dass der Bischof dem neuen König hilft? König Stefan? Ich will einen König, der die Kirche unterstützt. Ich will, dass diese dunklen Zeiten enden. Ich will den Grafen von Shiring daran hindern, einen Krieg anzuzetteln. Er könnte ganz England in Brand stecken. Mein Herr, der Graf von Gloucester, darf niemals wissen, was ich hier getan habe. Darum darfst du keinem sagen, wie oder wo du an diesen Brief gekommen bist. Hörst du? Erzähl niemanden von mir. Erkläre dich mit Francis einverstanden, weigere dich, zum Bischof zu gehen. Holy! Okay, liebe Leute, also, lass uns kurz eine Sekunde, wir sind nicht unter Zeitdruck, einmal eine Sekunde darüber nachdenken, ja? Ein Baron und ein anderes wollen den aktuellen König stürzen, weil dieser gegen den Einfluss der Kirche ist. Stefan hat der Kirche... Er möchte, also Francis, unser Bruder, möchte, dass die Kirche mehr Einfluss hat. Aber Stefan ist nicht der rechtmäßige König. Ich halte das für nicht richtig. Weil mit Gewalt sollte man sich sowas, so einen Thron nicht nehmen, oder? Oh shit, Leute. Andererseits verhindert das diesen Krieg. Und wir könnten damit sicherlich viele Menschen retten wollen, aber den König. Das ist höchster Verrat. Ich bringe meinen Bruder nicht an den Galgen. Wirklich, der Bischof kann etwas ausrichten? Sag ihm, du hättest den Brief durch Zufall gefunden. Und wenn er mir nicht glaubt? Was dann? Er wird dir glauben. Schwere Entscheidung hier. Wird er wirklich versuchen, den Grafen von Shiring aufzuhalten? Ich werde nach St. John reiten und den Mönchen sagen, dass du bis zur Wahl in Kingsbridge bleibst. Was, wenn der Graf von Shiring herausfindet, was ich getan habe? Was, wenn der Bischof es ihm erzählt? Philipp, beruhige dich. Er ist dein Bischof. Ich bin ein einfacher Mönch. Welches Recht habe ich, dem Bischof unter die Augen zu treten? Für dich ist Großes bestimmt. Die Säulen der Erde aus der Asche, Kapitel 1. Philipp, was du getan hast. Du hast Francis dabei geholfen, eine Verschwörung gegen den König aufzudecken. Du wurdest nominiert, Prior von Kingsbridge zu werden. Du warst damit einverstanden, den Bischof zu treffen. Du hast Bruder Markus den Dieb verraten. Du hast Bruder Paul einen heißen Stein gegeben und sein Leid gelindert. Remigius findet dich weiterhin fragwürdig.
Ja, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Und jetzt, wo es auch schon wirklich Viertel vor vier, Viertel vor ist, Viertel vor vier, ja, so spät ist es nämlich, Leute, schon, ist das, glaube ich, der richtige Augenblick, um ein kleines Päuschen zu machen. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, dann liked doch bitte dieses Video. Wenn ihr Anregungen habt, Verbesserungsvorschläge, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten freuen sich das gar nicht natürlich immens, wenn ihr unseren Channel abonniert. Dann können wir auch sicherstellen, dass noch mehr Content kommt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Let's Play die Säulen der Erde. Ansonsten bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Cheers!